einer grünen Postbox. Zum einen wird in unserem Pavillon das Dach erneuert. Das ist relativ morsch. Das war schon 6 oder 7 Jahre alt. Ja, das ist einfach der Witterung anheimgefallen. Genau, das wird erneuert und neu gedeckt. Neue Dachpappe drauf gemacht, damit wir da wieder unseren Pizzaofen drunter genießen können. Und dann haben wir im Außenbereich einen Kompost, der wird neu gebaut und einen Weg zum Kompost verlegt, damit man da auch ohne Schlammfüße inzwischen wieder hinkommen kann. Das sind halt so die kleinen Dinge, die auch schon viel zu beitragen. Und jeder sollte irgendwie etwas Gutes tun, sofern er kann, weil niemand hat sich seine Situation ausgesucht und dass man da so ein bisschen dran denkt und sich ehrenamtlich einsetzt, so gut es geht.